Ich stehe heute hier auf dem Opernplatz in Frankfurt am Main auf der Großdemo von Deutschland steht auf. Und da ging das um ein Interview mit Bill Gates. Bill Gates selbst persönlich war eben in Hamburg bei der Bild-Zeitungsredaktion, das gehört zur Springerpresse, im Mai 2024. Und er hat dort gleich in den ersten zwei Minuten eigentlich Unglaubliches halt abgelassen. Das muss man sich anschauen. Und in der ersten Minute hat er über Kinder geredet und die Bild-Chefin hat ihn dann gefragt, Herr Gates, wenn Sie über Kinder reden, müssen wir auch über Mütter reden. Können Sie uns das im Detail erklären, wie das ist, die Beziehung zwischen dem Mikrobiom der Mütter und der Zukunft der Kinder? Und der Titel meines Buches heißt ja Angriff aufs Mikrobiom. Das ist der Auftakt aus meiner Sicht zu einem weltweiten kriminellen Verbrechen, so wie Corona 2.0. Also es war sehr enttäuschend für uns als Orga-Team. Ja. Wir haben wochenlang dieses hier vorbereitet. Wir haben einen immensen finanziellen Aufwand betrieben, um Bilder in die Welt zu senden. Ja, insbesondere mit unseren zwei Aktionen in der Stadt am Eurozeichen und neben der Paulskirche. Und dann stellt man hier fest, da kommt die Antifa an, macht Sitzblockaden und die Polizei steht nur nebendran und dreht Däumchen. Ja. Und kommt nicht ihrer Pflicht nach, weil wir haben eine angemeldete Demo. Sie hätten unsere Demo schützen müssen und auch, dass wir sie durchführen können, dafür sorgen müssen. Ja. Ganz genau, dass hier am Eurozeichen ein Zeichen der Demokratie gesetzt werden sollte. Und das haben Sie ganz bewusst verhindert. Wir Menschen holen uns die Demokratie zurück, denn wir haben keine Demokratie mehr in diesem Land. Hast du das Gefühl, dass die Polizei einen guten Job macht heute hier? Einen guten Job in Bezug auf Regierungsbefehl. Nicht angenehm, aber ich bin der Meinung, wenn ein paar mehr Leute was dagegen gehabt hätten und weitergelaufen wären, wäre es vielleicht anders gegangen. Aber die Polizei ist halt indoktriniert und machen nichts. In Berlin habe ich es anders erlebt, gegen uns. Da hat die Polizei auch zugeschlagen. Recht, über hier machen sie gar nichts. Und im Grunde, das war eine politische Entscheidung, ganz klar. Und dann haben wir ja versucht, sind wir wieder zurückgegangen, dann haben wir versucht, hier durch zum Eurozeichen. Und nach ein paar Metern war dann auch Schluss, mussten wir wieder zurück. Also es war eindeutig so und der Hubschrauber hat gekreist. Also es war gegen diese Versammlung, die ordnungsgemäß angemeldet war. Ganz klar, das war gegen uns. Das Programm hinter mir läuft noch bis in die späten Abendstunden. Ich verabschiede mich, wünsche einen schönen Tag, alles Gute, bis bald.